Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Als Gast haben wir heute Sebastian Herz von Signify Global Product Sourcing. Ich freue mich herzlich und bitte nun dich, Sebastian, dich einmal vorzustellen, wer du bist und was du machst. Hallo Max, mein Lieber, grüß dich. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Sebastian Herz, mein Name, genau, Herz wie Lunge ohne T. Und ich bin unter anderem der Gründer oder Co-Gründer von Signify Global Product Sourcing. Aber weil du gerade eben fragst, zwecks Hintergrund, ich denke, womit man wirklich anfangen sollte, ist das zu sagen, dass wir selber auch eben Seller sind. Ich habe mit Amazon Ende 2014 selber begonnen. Damals mir noch über Scott Volker, die Amazing Selling Machine oder die Amazing Seller Podcast, das Grundwissen per amerikanischen Podcast angeeignet, als wir damals noch in China gelebt haben. Haben mittlerweile selber zwei eigene Marken, wie gesagt, verkauft. Und meine erste Marke habe ich so weit getrieben, dass ich sie auch in den deutschlandweiten, den stationären Handel gebracht habe, wie Mediamarkt, Saturn, Kaufland, Globus, Hagebau, teils auch bei Rewe. Und ja, dann ist das jetzt so zum Nebengrund davon. Sourcing haben wir natürlich auch immer selber benötigt. Meine bessere Hälfte habe ich damals in China kennengelernt, als ich dort in 6 Jahren in Asien gelebt habe, 3 Jahre davon in China. Sie selber hat ihr ganzes Leben lang Sourcing gemacht und da saß ich natürlich an der Goldquelle für das Sourcing der eigenen Produkte, eben das Ganze dann irgendwann schnellstmöglich abzugeben, weil ich auch keine Lust mehr dazu hatte. Ja, und so sind wir dann eben gewachsen und sind jetzt, denke ich, ganz, ganz erfolgreich mit unserem Signify Global Product Sourcing, indem wir Produkte nicht nur in China sourcen, sondern eben in aller Welt. Sehr stark, sehr schöne Geschichte. Wann habt ihr denn dann angefangen, das Sourcing als eigenes Produkt sozusagen zu vertreiben und wie groß ist euer Team heute? Ja. Sourcing generell macht Julia, also meine bessere Hälfte, schon seit 17 Jahren. Wir haben allerdings, neben dem, dass wir für uns natürlich das eigene Sourcing begonnen haben, erst so knapp vor 2 Jahren begonnen, das Ganze auch mit für andere anzubieten. Und viel gewachsen natürlich, klar, in der deutschen Amazon-Szene. Wir selber sind auch Mitglied bei den AMZ Hackers. Stolzes Mitglied, muss ich sagen, mittlerweile seit, ich glaube, einem Jahr und 3, 4 Monate. Wobei ich die ersten 7, 8 Jahre alles selber gelernt habe und niemandem zuhören wollte. Aber wie gesagt, so vor ein Jahr oder was sagen wir jetzt immer wieder, so ungefähr ein Jahr und 5 Monate in den letzten sind wir von einem Mitarbeiter mittlerweile tatsächlich auf 43 gewachsen. Und das aber wahnsinnigerweise ohne eine einzige Werbeanzeige zu schalten, sondern wirklich nur rein über Weiterempfehlungen. Das ist ja mächtig beeindruckend. An der Stelle schon mal herzlichen Glückwunsch für dieses Wachstum. Danke. Das spricht ja an der Stelle für sich und für euren Service. Wo sourced ihr denn eure eigenen Produkte aktuell selbst? Die erste Marke ist großteils in China gesourced. Also mit der ersten Marke, das ist so berühmt berüchtigt, Slim Wallets, tatsächlich natürlich ein total verbrannter Markt, weil es gibt ja mittlerweile über die letzten Jahre viele, viele Wettbewerber. RFID-Blockerkarten, genau das gleiche, richtiges MeToo-Produkt geworden. Das großteils eben in China. Wir haben aber auch gleichzeitig neue Produkte, die wir dann auch aus Deutschland eben mit hinzufügen, also beziehungsweise in Deutschland auch sourcen, die Marke dort erweitern. Und unsere zweite Marke, da geht es im Beauty-Bereich, die ist voll 100% in Deutschland hergestellt. Sehr Sourcen, schön. das waren jetzt unsere eigenen Produkte, klar, aber Ja. der Rest, ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich eh noch dazu. Und wie ist das? Seht ihr bei euren Kunden, dass wahrscheinlich in der Vergangenheit sehr, sehr viel in China gesourced wurde? Seht ihr, dass es da einen Trend gibt, der andere Länder immer attraktiver macht und jetzt vermehrt entsprechend auch die meisten Amazon-Händler oder generell Firmen, die bei euch Kunden sind, in anderen Ländern die Produkte sourcen? Ja, absolut. Also auch wenn wir natürlich immer noch Sourcing in China ganz, ganz intensiv betreiben. Also wir haben in China jetzt etwa 14, 15 Mädels in der Firma. Ich bin übrigens die einzigen, ich sage immer wieder, die einzigen 2,5%, die in der Firma männlich sind. Rest sind alles Frauen, alles Mädels. Hat diverse Hintergründe. Das ganz kurz gefasst ist, sie machen die bessere Arbeit. Sie sind detaillierter, genauer und so weiter. Aber ja, jetzt hängt die Internetverbindung gerade, habe ich gerade das Gefühl, kann das sein? Ich verstehe dich da deutlich. Entschuldigung. Ja. Ja, und wie gesagt, im Sourcing haben wir es eben halt in China und wir sehen natürlich klar einen ganz, ganz großen Trend hin
von China auch weg. Also wir hatten letztes Jahr etwa 10% aller unserer Projekte waren außerhalb Chinas. Und jetzt mittlerweile tatsächlich ist es so, aus unterschiedlichen Gründen, zum einen natürlich klar die Frachtkosten, die Lieferzeiten, auch die Produktionszeiten, unter anderem China, und natürlich auch noch die Marketing-Effekte zu sagen, made in Europe, made in EU, made in Germany, oder andere sagen tatsächlich not made in China, ist eine große Bewegung eigentlich dahin, dass wir aktuell so 50-55% unserer Projekte tatsächlich außerhalb Chinas haben. Also das hat sich quasi in den letzten 12 Monaten damit verfünffacht, wenn du sagst, vorher waren das irgendwie 10%, jetzt sind es 50%. Kannst du sagen, welche Länder da vielleicht für welche Industrien die spannendsten sind, oder vielleicht einfach 2-3 Beispiele geben, was du jetzt Händlern von XY empfiehlst, welche Länder sie als ehesten da wählen sollten? Ja, ganz, ganz viel kommt natürlich mittlerweile aus Europa. Ich glaube, da auch natürlich wegen den kurzen Strecken, wegen den Einsparungen der Lieferkosten, als auch Lieferzeiten. Kurz genannt, du wirfst es im Prinzip auf dem LKW und fährst es in 2 Tagen quer durch Europa und hast deine Produkte natürlich im Lager. Aber auch natürlich viele andere weitere Länder in Asien, ob das jetzt Thailand ist, Vietnam, Indonesien, Malaysia. In den Ländern wird natürlich auch gesourced, und wir machen sehr viel auch für also US-amerikanische Seller. Die sourcen natürlich dann ganz gerne in Mexiko oder eben auch aus Südamerika heraus. Produkte an und für sich sind im Prinzip eigentlich fast alle auch in anderen Ländern möglich. Also ob das jetzt zum Beispiel Textilien sind, ich glaube, das ist gut einfach nachvollziehbar, dass Textilien natürlich in Spanien oftmals gut sind, in Portugal, in der Türkei, als auch in weiteren osteuropäischen Ländern. Metalle, Plastik, das kann natürlich auch Türkei sein. Viel haben wir auch mittlerweile Polen und Tschechien. Das gleiche auch wieder osteuropäische Länder. Wenn du Papierprodukte mit ansiehst, ist Malaysia an und für sich auch immer ganz, ganz stark. Die haben natürlich ziemlich viele Papierfabriken und so weiter und so fort. Du kannst eigentlich wirklich fast alle Produkte tatsächlich auch in anderen Ländern herstellen. Gutes Beispiel wäre jetzt, ob es Computer sind, Elektronik, Fernseher, dann wahrscheinlich doch eher China und Taiwan, als eventuell auch kleine Produkte, die wirklich einfach hergestellt sind, ob das jetzt auch eines unserer Produkte, solche Schieber für die Kamera eben oben sind. Das sind kleine Plastik-Intrusion, wie sagt man es auf Deutsch, Spritz- oder Plastik-Guss, Spritzguss. Genau. Das sind oftmals so ganz kleine Produkte, die wirklich in Masse hergestellt werden, schnell und günstig, und wo es bei den Kunden dann eigentlich wirklich oftmals völlig irrelevant ist. Ist das jetzt in Deutschland hergestellt oder ist das eben in China hergestellt? Aber prinzipiell kannst du sehr, sehr viel angehen mit Produkten. Seht ihr das sozusagen dann auch wieder Europa oder auch Nordamerika als Produktionsstandort relevanter wird und auch entsprechend dann von den Preisen wettbewerbsfähig ist? Ja, absolut. Also du kriegst keine China-Preise in Europa oder in den seltensten Fällen, aber du kriegst durchaus gute Preise. Du musst natürlich damit einrechnen, du hast diese hohen Versandkosten nicht, also du hast keine 14K bis 19K, wo das mal die Extrema waren, für einen Container, sondern eben wirklich einen Container, den du oftmals auf den LKW wirfst oder eben auf den Zug. Und ja, natürlich, das wird schon interessant. Man sollte sich darauf einstellen, dass Europäer oder auch vor allem deutsche Hersteller, da muss man ja fast schmunzeln, natürlich im Vertrieb nicht so serviceorientiert sind wie die Chinesen. Die antworten nicht Tag und Nacht, die antworten nicht beim Chinese New Year, die antworten, ja, wenn halt Ferien sind, wenn Urlaub sind, dann ist es dann doch etwas langsamer, und sie kommen mehr und mehr glücklicherweise auch in den Geschmack von Private Label, dass sie natürlich auch an solche Sachen eben denken, auch für kleinere Seller. Also interessanter wird es auf jeden Fall, absolut. Die meisten Amazon-Händler kennen sicherlich Alibaba als Plattform und Gateway, um entsprechend mit chinesischen Händlern primär sozusagen den Kontakt aufzunehmen. Welche anderen Plattformen kannst du denn empfehlen oder wie findet ihr die Hersteller? Also klar, wir nutzen natürlich auch die Standardplattformen, zusätzlich noch ihr Yaoliobab, also 1688.
auf Englisch. Dann gibt es natürlich die Europages und die Global Sourcing und so weiter und so fort. Aber vieles ist auch tatsächlich wirklich Fleißarbeit, was Googlen angeht, was Netzwerken angeht, was E-Mail schreiben, Anrufen, Nachfragen angeht. Denn wenn man oftmals Hersteller hat, kriegt man von denen dann wiederum auch oftmals gute Tipps, wer denn eigentlich die richtigen Hersteller für die Produkte sind. Die kennen dann jemanden wieder natürlich in ihrer Industrie und geben den Kontakt dort wieder heraus. Also es gibt Plattformen natürlich, dort findest du auch viel mit da dran. Die Frage ist auch oftmals gar nicht mal, die ganzen Hersteller zu finden oder die potenziellen Hersteller zu finden, sondern herauszufinden, ob die das Ganze denn wirklich überhaupt können, ob sie es machen wollen, ob sie auch kleinere Aufträge annehmen, ob sie hoffentlich nicht bis Mitte 2025 schon ausgebucht sind mit Produktions-, also gibt es tatsächlich. Ja, aber ist eigentlich kein Geheimnis. Das auch noch ein kleiner Tipp, wenn zum Beispiel ihr auch selber das Sourcing macht. Wenn ihr auf einen Hersteller trefft oder einen potenziellen Hersteller, der eine schlechte Website hat, dann ist das, und die gibt es schon seit einer Zeit, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Denn der braucht keine Webseite, um zu überleben. Bei dem geht es über Mundpropaganda. Und, deswegen auch so eine Sache, bitte nehmt unsere Webseite www.signify.net nicht allzu ernst. Wir machen da jetzt auch tatsächlich, wir nutzen das eigentlich fast wirklich nur oben für diesen Button, damit ihr euch einen Termin buchen könnt. Wir könnten so viel mehr mit einer Webseite machen. Wir sollten Blogs draufsetzen. Wir sollten es viel mehr nutzen. Wir wollen unsere Partner natürlich auch mit drauf vorstellen. Wir schaffen es nur gerade nicht. Wir kommen nicht hinten dran. Also wenn ihr einen Hersteller findet, auch eine Sourcing-Firma, die es gibt, und die hat eine schlechte Webseite, ist nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. Guter Tipp. Das heißt, viele Hersteller haben dementsprechend aktuell das Luxusproblem, ausgelastet zu sein, und bei euch scheint es entsprechend auch nicht so schlecht zu laufen. Gerade in Europa ist es natürlich auch oftmals, dass dann natürlich Hersteller dann oftmals sagen, du, ich habe doch meine 2, 3, 4 Großkunden, ich habe meine Produktionslinie voll, es läuft sehr gut, warum soll ich dich denn aufnehmen? Du siehst bei vielen dann natürlich, die halten sich am Leben, weil auch wir Europäer sind nicht unbedingt die attraktivsten, schnellsten und interessiertesten, das Ganze digital umzusetzen, wie sich das eigentlich eine Bundesregierung wünscht. Wie sie es aber selbst nicht vorlebt. Also von daher ist es sicherlich an der Stelle. Da wollen wir jetzt nicht einsteigen. Ja, und verteidigen. Kannst du ein bisschen mehr über eure typischen Kunden erzählen? Sind das Amazon-Händler, die meinetwegen jetzt erst anfangen? Sind das stationäre Händler? Sind das Marken? Wie sehen bei euch die typischen Kunden aus? Und wie unterstützt ihr sie denn? Ja, also ein Großteil natürlich von unseren Kunden ist ganz klar Amazon-Gründer, Amazon-Seller. Und das fängt an bei den kleinsten Kunden, die im Prinzip jetzt wirklich tatsächlich das erste Produkt eben sourcen. Wobei wir da oftmals sagen, wenn man die Erfahrung erstmal selber sammeln möchte, sollte, die ganze Zeit natürlich mal erfahren sollte, wie funktioniert so ein Sourcing eigentlich, macht's ruhig das erste Mal alles alleine. Aber es gibt natürlich dann, was haben wir, unsere größten Kunden, Europa, machen, glaube ich, so ungefähr 23, 24 Millionen Euro Umsatz. In den USA haben wir einen, der macht so ungefähr 70 Millionen. Andere mittlerweile auch typische Kunden von uns sind die Aggregatoren. Also auch die kommen auf uns zu und sagen, macht doch mal bitte, fangt mal bei uns mit dem Sourcing für Europa an. Und dann sehen sie oftmals auch, sagen, naja, dann sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken, vielleicht könntet ihr auch unsere nicht ersetzen, aber unser China-Sourcing entweder erweitern oder unterstützen. Die wollen natürlich auch nicht ihre ganzen Mitarbeiter in Hongkong oder China natürlich vor die Tür setzen. Aber auch das passiert. Neben Amazon gibt es natürlich E-Commerce-Gründer, die ihren eigenen Webshop eben betreiben, dort auch wieder Produkte haben. Also es sind eigentlich immer wieder welche, die natürlich physikalische Produkte haben, egal wo sie hergestellt werden. Und extremer sind dann unter anderem, ich war selber, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, 12 Jahre im Großkonzern. Ich bin einer der letzten Diplom-Ingenieure in Deutschland für Elektrotechnik. Also 2 Jahrgänge nach mir gab es dann nur noch den Bachelor. Und war halt 12 Jahre im Großkonzern in der Elektronikindustrie. Und daher hat man natürlich auch Kontakte in die Elektronikindustrie. Bei denen sind gerade eben die großen Probleme. Sie haben die Chip-Krise. Das heißt, es gibt keine Halbleiter, es gibt keine Chips, es gibt keine elektronischen Bauteile. Also so denken sie es, es gibt sie nicht. Sie wissen noch nicht, wie und wo und wie hart man suchen muss. Und wir finden die auch trotzdem. Das heißt, da ist unser größter Kunde, der macht so knapp 30 Milliarden Euro Umsatz. Also dann wirklich der große Konzern, der entsprechend ebenfalls den Kunden gehört. Alles vom kleinen Amazon-Seller bis zum großen Amazon-Seller, bis hin zur Industrie, KMUs, als natürlich auch Fortune 500 Companies. Ja.
Kannst du noch mal ein bisschen was zu dem Prozess erläutern, wie sozusagen der klassische Ablauf bei euch ist, wenn der Kunde auf eure super tolle Website kommt und einen Termin vereinbart, was sozusagen die Schritte sind, wie lange das Sourcing dauert und was euch an der Stelle vielleicht auch ein bisschen von den anderen Sourcing-Agenten abhebt und was ihr anders macht? Also, ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich der beste Ansatz. Eben jeder Bidex-Kunde natürlich, der braucht sicherlich irgendwann mal andere neue Produkte. Wenn man eine ungefähre Vorstellung eben hat, welches Produkt es sein soll und vielleicht auch schon aus welchem Land es sein soll, geht ganz einfach auf die Webseite, schnappt euch einen Termin und dann macht mal einen kostenlosen 30-minütigen Call für euch oder für eure Kunden und wir hören uns einfach mal das Produkt natürlich dann an. Es läuft so ab, wir brauchen eigentlich nur eine grobe Vorstellung natürlich vom Produkt, vielleicht auch den Link vom Wettbewerber oder aber je nachdem Produktdetails, wie man sie eben haben kann, beziehungsweise wie es aussehen soll, welche Zertifikate und so weiter. Und dann beginnt es eigentlich auch mit dem Onboarding schon. Ihr bekommt, wenn es Deutsch jetzt gerade ist, einen Projektmanager deutschsprachig oder eine Projektmanagerin natürlich deutschsprachig. Und sie handelt dann dieses eine Ansprechrohr für euch in unsere Firma hinein. Und sie handelt das ganze Sourcing dann, die ganze Koordination mit der Sourcing-Abteilung. Die machen sich dann auch die Socken. Und wenn es dann zum Beispiel heißt, wir möchten das in China sourcen, dann gehen wir so vor, dass wir meistens um die etwa 30 Hersteller, potenzielle Hersteller wirklich intensiv suchen, also recherchieren, dann kontaktieren, um möglichst Angebote zu bekommen. In China hat man es oftmals so fast eine Conversion Rate von 100%, sprich von Anfrage für ein Angebot, um ein Angebot zu bekommen. Sprich, wir finden 30 potenzielle Hersteller, kriegen 29 Antworten und 28 kommen gleich mit Preisen um die Ecke. Soll das Ganze in Europa sein, sieht es aus, dass wir dort meistens etwa so 60 potenzielle Hersteller kontaktieren. Einfach auch tatsächlich aus dem Grund, weil die Conversion Rate da eben nicht 100% ist. Und wir hatten vorher meistens gesagt, es braucht im Durchschnitt etwa 2 E-Mails und 3 Anrufe, bis man eine Antwort bekommt und sie ja dann natürlich auch ein Angebot abgeben wollen. Und mittlerweile sagen wir, das sind oftmals 3 E-Mails und 3 Anrufe. Dann bekommen wir die Angebote. Wir nehmen die Angebote so weit auseinander, dass wir eben nachschauen natürlich, hey, wie offen sind die denn eigentlich für OEM, also Original Equipment Manufacturer, zum Beispiel Private Label? Wie offen sind sie für ODM im Sinne von komplettes eigenes Design machen? Wie flexibel sind sie überhaupt für Änderungen? Wie einfach ist die Kommunikation mit ihnen? Klar, was sind die Preise natürlich? Wie flexibel sind sie? Welche Zertifikate haben sie? Wenn es in China zum Beispiel ist, ist es überhaupt eine registrierte Firma? Ist es eine Trading Company? Wenn es eine Trading Company ist, dann fliegen die gleich raus. Wir brauchen niemanden, der fürs Kisten schieben die Hand aufhält und Prozente dafür abbekommt. Haben sie eine Exportlizenz, gerade natürlich auch in China? Haben die schlechte Bewertungen? Können wir die irgendwo einsehen? Haben die vielleicht auch irgendwo finanzielle Schwierigkeiten, die wir von außen erkennen können? Und dann kristallisiert sich das Ganze eben heraus. Und natürlich, klar, können die Produkte machen? Wie passen sie? Wie sehen sie aus? Und aus der Liste dann von 30 bzw. 60 möglichen Herstellern haben wir eine Antwort von 10, 12, 15, 20 Angebote dann meistens bekommen. Und aus diesen dann empfehlen wir dann zum Beispiel Hersteller 3, Hersteller 7, Hersteller 24. Von denen würden wir empfehlen, lasst uns starten, wir holen uns von denen mal Samples. So. Und dieser Prozess, das Ganze durchgehen, das Ganze recherchieren, suchen, kontaktieren, auswerten, dauert in China meistens etwa 15 bis 20 Stunden für ungefähr 30 Hersteller, in Europa etwa 30 bis 40 Arbeitsstunden für das Kontaktieren so von bis zu 60 möglichen potenziellen Herstellern. Ja, und das ist natürlich so der Anfang. Dann kann man sagen, okay, wir schauen uns die Muster an. Wir können auch gerne zum Beispiel auch noch ein kleiner Hack. Wenn ihr Produkte in China sourced, macht die Qualitätskontrolle zum Beispiel durch uns sofort gleich in China. Denn wenn ihr die Samples zusammenpacken, konsolidieren und dann mit einem Schwung rüber nach Deutschland eben schicken, dann geht da noch mal eine Woche fürs Konsolidieren drauf oder sagen wir mal 3, 4 Tage und dann vielleicht noch mal 2, 3 Wochen, bis es eben in Deutschland angekommen ist, verzollt ist, reingekommen ist, bei euch in den Händen liegt, nur um dann vielleicht festzustellen, Muster 2 völlig daneben gegriffen, bringt gar nichts. Hätten wir 2 bis 3 Wochen verloren. Wir machen Qualitätskontrolle sofort. In China hast du oftmals innerhalb einen Tag Versand und dann bekommen wir die Produkte und können rein theoretisch auch sofort starten, Freistellerbilder eben mitzuschießen. Das Ja. heißt, ihr bietet die Qualitätssicherung selbst in-house an oder arbeitet ihr da mit externen Dienstleistern zusammen? Sowohl als auch. Wir haben unsere eigene Qualitätskontrolle, also wir schicken unsere Mädels dann tatsächlich auch zum Beispiel, wenn es gewünscht ist, also nicht nur die Samples zu Hause eben kontrollieren,
sondern eben direkt in die Factory hineinzufahren. Wir sitzen da wirklich quer mit verteilt, dass wir eigentlich relativ schnell, super flott in die Firmen hineinkommen. Schauen uns das dann an, machen ein kleines Firmenaudit eben mit hinten dran und suchen uns dann natürlich klar bei der Massenproduktion zum Beispiel aus. Wir suchen die Muster aus, nicht der Hersteller setzt uns Muster vor, wo er weiß, die sind gut. Wir gehen dann rein und ich glaube, ein eigenes Beispiel, was wir damals in China selber gemacht haben, ist meine Lieblingsstory. Ich glaube, es waren 27 oder 28.000 Bürsten zum Malern, die sie gemacht haben und haben uns natürlich welche vorgelegt und haben gesagt, nee, 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 so läuft das nicht. Ich möchte bitte Kiste 7, dritte Reihe, vierte von oben, dann möchte ich Reihe 24 und so weiter und haben die auseinandergenommen und ja, es lief halt leider darauf hinaus, dass die Qualitätskontrolle so weit hinlief, dass sie die 27.000 Stück normal produzieren durften. Die haben sich nicht gefreut, aber Kunde hat natürlich verlangt, das Ding muss passen. Ja, das heißt, ist es primär so, dass ihr dann den qualifizierten Herstellerkontakt an euren Kunden liefert und dann gegebenenfalls eine Qualitätssicherung macht? Oder geht ihr dann tatsächlich auch mit in die Preisverhandlungen, in die ganzen Vertragsgestaltungen, die man mit dem Händler abwickelt? Unterstützt ihr da auch, beziehungsweise habt ihr Partner, die ihr dann sozusagen an der Stelle empfiehlt, sodass im Grunde genommen bis das Produkt sozusagen im Amazon Warehouse am Ende Nein, landet. nein, also gerade am Anfang Preisverhandlungen, klar, bei kleinen Mengen zu machen. Natürlich muss man erstmal natürlich auch ein großes Bild eben malen, zu sagen, wo wollen wir realistisch gesehen hin, wenn es gut läuft. Preisverhandlungen machen wir natürlich logisch auch gleich am Anfang eben mit. Wir können aber auch später nochmal mit hineingehen, noch eine weitere, spätere, tiefere Preisverhandlungen. Da haben wir natürlich auch ein paar Strategien, gerade eben, wenn es eben jetzt zum Beispiel China ist. Klar, unsere lokalen Mädels, die natürlich Chinesisch logischerweise sprechen, die machen das Ganze auch schon. Wenn es mal später noch härter kommt, dann kommen wir gerne auch mal als Darbietze, als Großnase mit in das Meeting halt mit hinein. Und dann sehen sie, oh, okay, jetzt ist die deutsche Führung oder die westliche Führung eben mit hier dabei. Und bei mir muss ich jetzt bescheidenerweise sagen, ich hätte deutlich mehr Chinesisch lernen können, aber ich glaube, es reicht, um sie zu unterhalten. Aber wenn Julia dann auf der anderen Seite später dann nochmal nachlegt und auch nochmal fließend Chinesisch spricht, sicherlich auch noch ein bisschen außer Übung nach den ganzen Jahren, aber das hilft dann auch schon nochmal nachzudrücken und natürlich noch ein paar Preise mehr rauszukitzeln, weil sie wissen, hey, da steht jemand, sie hat übrigens früher Sourcing gemacht für die großen russischen Obis oder die Baumärkte, über eine italienische Firma, dann auch das Sourcing gemacht für die originalen Nike und Adidas Schuhe, für Chanel, für Converse und so weiter und so fort und im Prinzip alles von Sextoys über getrocknete Mehlwürmer als Chicken Food zu lebenden Mistwürmern zu möglichen Elektroniken. Ich glaube, alles durch von Küche, Haushalt, Bad. Es gibt, glaube ich, nichts mehr, was uns erschrecken wird oder was wir an Samples mit unserer Wohnung zustellen könnten. Also das Rundum-Paket. Was Ja. kann denn ein Händler preislich bei euch, was erwartet ihr denn preislich bei euch oder welche Pakete bietet ihr den Händlern denn an, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, nehmen wir das Beispiel deiner Webcam, Coverschutzhülle, ähnlichem. Was sind so typische Pakete, was ihr dann den Kunden anbieten könnt? Also Pakete machen wir keine, wir machen keine Fixpreise. Aus dem Hintergrund, wir wollen 100% transparent. Der einfache Grund ist auch, es gibt Produkte, die brauchen natürlich weniger Stunden, weniger Arbeit. Und es gibt Produkte, die brauchen mehr. Und es gibt auch natürlich Kunden, die beanspruchen eben mehr Arbeit im Sinne von viel, viel, viel Kommunikation miteinander, unter uns, und so weiter und so fort. Das kann man nicht in ein Paket packen, um das Ganze dann auch ehrlich mit zu vermarkten. Kleiner Tipp. Lasst euch gerne natürlich von jeder Sourcing-Firma eben die Stunden mit aufzeigen, die eben verbracht werden. Und genauso machen wir das. Wir machen erst nach Stunden. Und wie gesagt, in China so Pi mal Daumen, je nach Produkt, je nach Erfahrung. So im Durchschnitt dauert es etwa 15 bis 20 Stunden, dass man an den Punkt ankommt, wo man eben die 2, 3, 4 Sample-Hersteller hat. Sprich, man liegt ungefähr bei, ich weiß nicht, 800 Euro, 750 Euro, 800 Euro bis 1000, 1100 vielleicht, so grob in dem Dreh bei 15 bis 20 Stunden. Europa, wie gesagt, ist es etwa 30 bis 40 Stunden. Das sind ungefähr so 1.600 bis 2.000, 2.200 Euro. Ja. So in dem Rahmen liegt man also eigentlich genau das Doppelte dann in Europa. Und wie lange dauert das sozusagen vom zeitlichen Horizont? Das ist zwar ein der Aufwand, aber wie lange dauert es, bis tatsächlich diese 30 Händler, insbesondere, sag ich mal, dann im Vergleich in Europa Ja. kontaktiert werden und man da die Also in Angebote China bekommt? weißt du es, die kontaktierst du jetzt und bevor du Ja. Abendessen gehst, hast du deine Angebote auf dem Tisch liegen, ne?
In China geht das oftmals natürlich deutlich, deutlich schneller, es sei denn, sie haben natürlich auch gerade Chinese New Year oder was auch immer für Tomb-Sweeping Festivals noch sonst mit drin. Oder natürlich eben Lockdowns. Shanghai, by the way, ist wieder seit gestern aus dem Lockdown raus, also da kann es wieder vorangehen. Und Beijing allerdings Großteil oder viel im Lockdown. Dann dauert es meistens oftmals vielleicht so 2, 3 Wochen so im Durchschnitt, bis man das Sourcing eben mal mit durch hat. Europa ist es oftmals der Hintergrund einfach der, es gibt Urlaub, es gibt Ferien, es gibt ja, aus Reichtum geschlossen oder sonstige andere Gründe, warum man nicht antworten möchte. Oder eben, dass man wirklich viel hinterherrennen muss und ihnen sagen, du, wir meinen das ernst mit diesem Angebot, hast du Lust, dein Angebot zu geben? Dann kann es in Europa tatsächlich 3, 4 Wochen, vielleicht auch mal 5 Wochen dauern, je nachdem, an wen man eben gerät, an welche Hersteller man gerät. Aber so in dem Dreh liegt das dann meistens. Also alles so Also zu 2 bis 4 bis 5 Wochen. Wenn es die gut läuft, Europäer ja, wenn schon es recht langsamer läuft, verfügbar an der Stelle, es ja. liegt. Ich traue es dir und deinen Kunden natürlich auch zu, dass sie halt schnell auf Zack sind, schnell Antworten geben, schnell mitteilen, von wegen das und das brauchen wir. Es ist tatsächlich immer wieder die Herstellerseite, die dann sagt, du, also ich antworte nur auf E-Mails, die an diese eine E-Mail-Adresse ankommen. Eine andere, die gucken wir nicht an oder ja, weißt du? Das ist halt dann oftmals das Problem. Oder wenn Leute im Urlaub gehen oder krank sind. Das ist, glaube ich, Europa auch so ganz, ganz gern, dass man öfter mal krank ist und dann eben länger nicht erreichbar. Soll es Naja. auch. Ja, alles Gut, wird dann. besser. Also positiv denken, auch wir Ja. Europäer lernen mehr Richtung, wie heißt es, Richtung Kundenservice. Ja. An dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Wenn wir jetzt noch einmal einen Blick in die Glaskugel werfen, wir hatten zuletzt die Amazon-Zahlen gehört, die haben etwas stagniert und hatten nicht mehr den Drive, den sie verständlicherweise in der Corona-Zeit selbst hatten. Wo glaubst du, bewegt sich das ganze E-Commerce-Thema hin? Haben wir weiterhin stärkere Wachstumsraten, wie wir es in den vergangenen Jahren gesehen haben, oder wird das so langsam deutlich schwächer und der Einzelhandel gewinnt wieder? Gute Frage. Also Amazon, muss ich sagen, glaube ich, auch wenn es natürlich dort diese Aussage gab, dass Jeff Bezos ja eigentlich voraussagt, dass 2024 oder 2025 Amazon pleite sein wird. Ich glaube es jetzt nicht, da wird es schon irgendwelche großen Rettungspakete geben, um einen Giganten wie Amazon weltweit am Leben zu halten. Es wird garantiert noch viele weitere Seller geben. Es wird meiner Meinung nach aber auch, was der Run in den letzten Jahren eben war, ich glaube, war das 2021 März, ob die Zahl stimmt oder nicht, weiß ich gerade nicht aus dem Hut, aber da hieß es, glaube ich, in Deutschland 16.000 neue Verkäufer in einem Monat. Und du sagst dir, um Gottes Willen, was hast du für Wettbewerb? Ich glaube, es werden viele auch wieder aussteigen, weil sie eben sehen, ganz so einfach ist das Game auch nicht. Und dieses natürlich heute Kursbeginn, morgen Millionär, das geht natürlich nicht. Da sollte man sich auch schon gute, realistische Kurse eben mit raussuchen oder Communities, die einen unterstützen. E-Commerce generell, ich sehe es eigentlich so, dass sehr, sehr viele Amazon-Seller auch mehr und mehr Richtung Webshops gehen werden. Auch da geben wir natürlich gerne Tipps, geben gerne mit, also Amazon weiterlaufen, aber die Webshops und weitere Marktplattformen natürlich noch mit ausbauen. Der stationäre Handel, ich meine, gut, man sieht es gerade eben, Konrad, auch einer der Kunden, an die ich halt auch geliefert habe, die haben zum Beispiel stationär alles zugemacht. Dann wurde Real ja auch komplett mit übernommen an Edeka und an Kaufland hin. Und also die werden sich auch schon aussortieren und man sieht auch große Änderungen. Das sind jetzt Sachen, die habe ich jetzt zum Beispiel von Elektronikern eben intern gesehen. Auch da gibt es große Umstrukturierungen. Der stationäre Handel wird noch ordentlich zu kauen haben. Und viele Produkte, viele sind ja immer mehr und mehr daran gewöhnt, online zu kaufen. Und schau dir die Pandemie an. Ich meine, jeder bis in die 60er oder vielleicht auch 70 Jahre alte wissen mittlerweile, wie man online kauft. Und es ist bequem, verdammt bequem. Und wenn Also, das, es dann kriegt man es zurück. Ja, auch das Retourenthema, besonders bei den Deutschen, wird immer größer. Und auch das sind sicherlich ja. Herausforderungen, auf die sich die Händler in Zukunft vermehrt einstellen müssen. Sebastian, ich sage vielen herzlichen Dank. Es waren super viele Tipps dabei. Gibt es noch irgendwie eine letzte Sache, die du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Einen letzten Tipp? Einen letzten Tipp, ja, vielleicht noch ein Hack, der fiel mir vorhin eben mit ein Undercover-Hack. Den hatten wir, den haben wir einfach mal so getauft, weil ich habe es natürlich bei mir selber eben gesehen. Habt ihr jetzt Produkte zum Beispiel, die es recht viele Jahre schon eben gibt, ob das jetzt zum Beispiel Slim Wallet sind
Oder eben andere Produkte, die ihr schon so 2, 3, 4 Jahre am Markt eben habt. Ihr werdet es natürlich wissen, bei jeder Bestellung hakt ihr nochmal nach. Und bei jeder Bestellung ja, fragt ihr natürlich nochmal nach Preisen, ob man da was Besseres machen kann. Was machen die Hersteller? Natürlich geben sie dann mal hier 2, 3, 4, 5% oder 10% extra. Aber dann geht doch mal undercover. Entweder machen wir das für euch. Das heißt, wir gehen im Namen von Signify Global Product Sourcing auf den Hersteller los und fragen ziemlich ähnliches Produkt an und schauen doch mal, was die Preise jetzt so nach 2, 3, 4 Jahren tatsächlich am Markt sind, was sie denn für Angebote eben Fremden geben. Oder ihr macht das selber mit einer anderen E-Mail-Adresse, wie auch immer. Je größer natürlich das Erscheinen, desto besser natürlich. Und da siehst du eben, dass dein Preis von 5,40 €, wo du vielleicht 4 Euro oder sagen wir mal 5 Euro, 5,40 € auf 5,10 € gesunken ist, vielleicht eine andere Firma dann eben ankommt und die bekommt dann eben 3,30 € sofort unverhandelt als Erstangebot an, ne? Und dann weißt du, was geschlagen hat. Ja. Also gern mal undercover gehen und überrascht mal eure aktuellen Produzenten auch mal mit fremder Ansprache. Das hilft Wunder. Guter Tipp zum Abschluss. Dann sage ich an der Stelle vielen lieben Dank. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Max, Mal. vielen lieben Dank dir, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Spannendes Thema. Ich hoffe, ich konnte was zu beitragen. Absolut. Danke. Ciao. Danke dir, bis bald. Ciao.